Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen kleinen Runde Pokémon Blau Kaizo mit dem Micros One. Hallöchen, Leute! So, meine Freunde, weil die letzten Aufnahmen uns selber schon ein bisschen zu spackig geworden sind und uns einfach zu warm geworden ist, um jetzt noch weiter rumzuspacken, haben wir gedacht, wir versuchen es wenigstens einfach mal, uns einigermaßen ein bisschen aufs Spiel zu konzentrieren und halbwegs vernünftig zu kommentieren. Ja. Und deswegen würde ich sagen, wir sind nach wie vor immer noch in der Mondhöhle und müssen jetzt gegen diesen Team Rocket Russen kämpfen. Genau. Hey, geh uns aus dem Weg, du Knirps. Mach schon. Sehr schön. Ich habe diesen russischen Dialekt drauf. Das ist super. Wunderschön. Beziehungsweise diesen Akzent ist das ja. Das ist ja kein Dialekt. So. Traumato, Level 16. Ja, da sollten wir gegen ankommen. Probier das mal mit Tackle. Ich glaube, das bringt aber nicht alt. Ach, geht aber. Mittlerweile bist du echt stark geworden mit deinem Schillock da. Ja, ich glaube, inzwischen kann sich das echt sehen lassen. Ja, okay, Level 27, was los? Was soll los, Bruder? Sein viel um. Sein nur nicht viel um. Hast du auf wechselnd eingestellt? Ich glaube, immer noch. Mammo folgen ist so viel geiler, oder? Wieso habe ich eigentlich die Musik vom... Das ist vom Arena-Leiter. Ja, das ist egal. Das wäre jetzt gar nicht so aufgefallen, aber okay. Ich liebe die Musik einfach. Das ist so eine geile Musik, eine der besten. Best. Boah, das Schaufel hat es ja echt richtig gebracht, wie man gerade sieht. Wow, amazing. So, ran da mit Aquaknarre. Sehr gut, Confuse Ray. Oh nein, bitte nicht. Oh, okay, ran da. Keine Wirkung. Nein, Mist. Keine Wirkung. Na, Dicke. Volltreffer. So. Geilo. Geilo Milo. Ich finde diesen Soundbug so witzig, ne? So, speichern. Wir sollten aber eventuell gleich aus der Höhle raus sein. Ja, ich hoffe es wirklich, weil gleich bekommen wir doch die Fossile, oder? Ich weiß aber gar nicht, ob das hier auch so ist in Kaizo. Ich hoffe es. Aber ich glaube schon. Doch, ich glaube schon. Guck mal, das sieht aber viel zu verwinkelt aus, als dass ich jetzt darauf vertrauen könnte, dass es hier bald weitergeht. Ach, Eljo. Sieht alles sehr merkwürdig aus, ne? Upsala. Willst du dich hier umsehen? Nein, ich möchte mein Klavier in dieser Höhle stimmen. Was will man denn hier sonst? So, Water Gun! Oh mein Gott, du hast ihn getötet. Und ich bin Level 28. Oh mein Gott, das ist ein Krabbi. Oh mein Gott, ich habe einen Dick. Okay. Ist gut. Oh, guck mal, One Hit. Mit meinem One Dick. Hit Wonder. One Hit Wonder. Ein Schlag mit meinem Dick und bist du da weg. Mein Dick ist so dick, also raus mit deinem Unterkiefer. Ah, ja. Ruft. Ruf dein Junge. Ruf dein Junge. Ein Forenta. So, verdammt noch, Junge. Verdammt noch, mein Junge. Das ist ein gottverdammt lieber Hund. Verdammt, Junge. Das war ein gottverdammt lieber Hund, Junge. Nein, Mondstein. Verdammt. Hätte ja sein können. Hätte, Fahrradtablette. Fahrradkette, ja, du hast ja recht. Du bist toll. Du bist der Beste. Ich bin der beste Mensch der Welt, neben Check Norris. Gegen Check Bauer und... Checky Norris Lan. Ja. Von dem Check Bauer hast du 24 geguckt? Nee. Guckst du 24 nicht? Nee. Oh Mann, guck 24, die neue Staffel ist gerade fertig. Jetzt ist Liebe, es ist so gut. Okay. 24 ist so gut. Guck mal, wie sie mit One-Hit einfach One-Hit... So. So, bald geht's nach Hause telefonieren und so. Na, hoffentlich. So, abgespeichert. Sexy. Ja, auf jeden Fall. Sexy Baby. Ich habe ganz ehrlich gesagt immer noch ein bisschen Angst, weil ich dem ganzen Braten hier nicht traue. Warum schiebst du mich weg? Ich weiß, ich komme mir so weit weg vor. Ich komme mir so ich distanziert auch. Vor. Die Distanz muss tanzen. Hä? Ja. Oh yeah! Ach ja. Der Rambarambaram. Wenn man keine Ahnung hat, dann singt man einfach die Melodien mit. Ist immer so, ne? Ja. Geil.
Ah, dann hattest du bei Kirby, bei deinem Kirby-Let's Play ja echt wenig Gesprächsstoff. Die Musik ist aber auch göttlich von Kirby. Muss man was singen. Looks like Link hat bei dem Kirby, beim Kirby-Let's Play, 2 Parts durchgesungen. Echt? Der hat nur gesungen, das ganze Let's Play über. Ja, ist auch cool. Saugeil. Ich finde das cool. Ja, ist interessant auf jeden ich Fall. Ich finde Spiele, Musik sowieso einfach oft einfach die beste Musik. Ja, das stimmt. Gerade dann von Pokémon noch. Soundtracks am beste. Oh, TM1, das ist mega hip. Ich wollte auch mal cool sein. You have no chance against the Pokémon Master. Du bist doch der Sensei. Ich bin der Lenny Sensei. Der Poké-Sensei. Laut Björns Video. Ja, ja, der Björn. Der Björn, der gute Björn. Say what's up! Und nicht vergessen, say what's up! Liebe Grüße an ihn hier. Ja, ganz viel Liebe und frag dich bitte nicht mehr, wo die Liebe hin ist, weil die Liebe ist zwischen uns allen. Ja, sie muss halt gerecht aufgeteilt werden, ne? Also Liebe und Gerechtigkeit ist natürlich... Hashtag, wo ist ach, die Liebe? Ach, shit. So, Brabel. Also beides immer noch sehr effektiv, aber nicht in der Addiktion. Weil der, glaube ich, wirkt's überhaupt nicht. Ja, jetzt schlafe ich auch noch. Ja, das geht auch nicht. Scheiße. Ja, ich habe echt wenig Chancen jetzt hier gegen ihn. Nein, Rock-Dingens kannst du machen. Rock-Dingens, hier, der. Rockefeller? Oh, der Steiner da eigentlich oder? Ja, geil! Ja, fick die oh, du Wand kannst dir nicht vorstellen, wie ich das hasse. Mann, du kriegst Krätze an der Pimmel, Alter. Fick die scheiß Wand weg. Ja, so ist es. Guck mal, wie ich einfach mal keinen Bock auf die Scheiße. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ah, okay. Ja, ich hab wirklich keinen Bock mehr auf dieses ewige Verlieren, dann bist man am Arsch der Welt von Brandenburg. Hast du nicht gespeichert gehabt? Nein, irgendwann davor, danach. Ja, dann musst du halt öfter mal speichern, Jung. Ja, das, ja. Ja. Ey, ich hab da wirklich keinen Turn drauf. Das macht mich gar nicht an. Macht das nicht so horny. Ne? Macht mich nicht so horny pony. Ja, kriegst du kein Baguette Rehorn in die Hose. Das macht mich nicht so nicht so Rihorny. Rihornio gibt's auch übrigens. Oder? Rihornio? Gibt's auch. Oder, nee. Wie hieß denn das? Die Weiterentwicklung von Rizeros. Rihordinio oder sowas. Eine Weiterentwicklung? Ronaldinho. Ronaldinho. Ja, das ist diese neue Edition alle nicht verfolgt. Keine Ahnung. Junge. Die sind nämlich alle in meine Augen lenken. Hast du eigentlich Y gespielt? Ja, bis zum ersten Orden. Ah, ach, doch so weit. Doch so weit, ja. Ja, ich hab's im Urlaub jetzt fast durch. Ich hänge in der Liga fest. Okay. Ja, mein Team ist total kacke. Ich find's immer noch viel zu langsam, das Spiel. Und die Kämpfe ziehen sich zu lang. Ja, es ist aber... Ich find die Animation auch einfach zu viel in Pokémon Y, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es alles ein bisschen schneller gehen würde, ja, cool. Ja, genau. Ein bisschen flüssiger. So ein bisschen zacki, zacki, ja. Kanaki. Oh, das hat Scheiße, das habe ich jetzt nicht gesagt. Bist du etwa ausländerfeindlich? Nein, ich bin inländerfreundlich. Ach, guck mal, ein Elektro-Pokémon könnte uns sehr gut helfen für die Dingensbummens. Für die Mist, was Mistvieh? Mistvieh. Das Mistvieh, ja. Onix hat ja, müsste ja eigentlich stellenweise immun gegen die ganzen. Obwohl. Jetzt macht der Aquagner durch. Ich trau dem Kai so alles zu. Ohne Scheiß. Es ist einfach so wahr. Oh. Aber ohne Spaß, später bei mancher Arena leider, da in der Top 4. Jetzt macht er sich selbst kaputt! Aua! Warte mal zu, mit mir reden. In der Top 4 oder bei der mancher Arena, ne, leider, die setzt eine Attacke ein, eine Sache, wo die gar nicht normalerweise einsetzen, ne? Das passt einfach gar nicht und denkst du so, what? Du denkst so, what? Say what? Ey. Sehr gut. Jetzt muss ich gegen diesen Typen hier wieder kämpfen, gegen Paruschki. Paruschki, was ist das? Team Ruschki! Ich wollte eigentlich speichern vorher. Dann speichern wir jetzt. Oder hast du schon gespeichert? Nee. Team Rocket wird die Fossilien finden, beleben und verkaufen! Auf Bornischis Markt. Brr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 
Sehr makaber, Dabra. Scheiße! Geh doch down! Bitte beruhige dich. Nein. Du bist doch ganz rot im Gesicht. Das bin ich immer. Ich bin sauer. Ja, ich auch! Du Schwanz. Magische Miesmuschel. Rot State. Oh, Leute. Kein Bock mehr auf diese Geschichte hier. Au! Das hat wehgetan, ne? Hast du deine Flasche zugemacht hast? Ja. Deine Apfelsaftflasche? Ja. Ach, jetzt habe ich Shillock nicht mehr. Jetzt muss ich gegen den... Oh, genau, jetzt kommt dieser krasse Coolkampf hier. Immer saven. Saven und immer gut. Was hast du eigentlich noch am Stissel? Ja, Mann? Genau. Oh, das hast du kein Belieber. Nein. Das ist natürlich, weil man das hier in der Dingens noch nicht... Dann wirst du das wahrscheinlich nicht packen. Ich möchte dich ja nicht spoilern, aber das packst du nicht. Oh, jetzt bin ich voll gespoilert. Obwohl, ja. Naja, wenn es so weitergeht, vielleicht. Wenn er jetzt auch wieder Selbstzerstörung einsetzt, also Explosionen. Wenn er 3 Voldeball hat, die alle sich selbst zerstören. Ja, guck mal, er macht's ja wirklich. Eventuell Glück haben. Ja, das sieht ganz gut aus. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, noch 3 Voldeball. Ja, darf gerne. Steigt sogar auf. Was setzt er ein? Oh. Ja, so gut. Und nochmal. Scheißrick, jetzt hab ich... Jetzt wird's eng. Jetzt hab ich verkackt, Alter. Mach einfach hier Geduld. Oh Mann, ich will da nicht nochmal hin. Warte mal, ich hab ja... Boah, ich wollte verspeichern. Nee, speichert doch. Das bringt ja eh nix. Ja, komm. Also ich bin da noch ein bisschen optimistisch. Ja, du hast kein Beleber und nix. Ja, oder hoffst du jetzt einfach, dass dein Onyx das packt, oder was? Ja. Okay. Das kann immer noch sein. Du bist sehr optimistical. Optimistical. Guck mal, jetzt hat er nämlich, ne? Ja. Jetzt, ja, was doch. War das also ich denn? Merke den gewaltigen Vorteil plötzlich. Oh, wie das nervt. Gedulde ihn. Oh, ich bin im falschen Dingens. Lass dich einfach besiegen und renne wieder daher und dann packst du. Nein! Ich hab noch ein bisschen Hoffnung in meine. Im linken Zeigezähl merke ich Warum das. Warum hast du eine Fark-Kopie auf deinem Desktop? Das war für ein Thumbnail. Okay. Fuck! Fuck! Ja. Oh, geh doch weg. Ey, du könntest eine eventuelle Chance haben. Warte mal, wer kommt denn jetzt noch? Owei, ne? Owei. Kannst du Onyx heilen? Mach Mauzi rein. Mewtwo. Na, Mewtwo. Wenn du Mewtwo hast, dann heil Onyx. Onyx einfach. Potion. Portion hier. Ja, noch eine ganze Portion. Eine ganze Portion aber. Aber hier. Sowas von ganz. So, jetzt geht's aber ab hier. Was, guck mal, schon der tot? Abgehen hier, Schwänze. Aber. Yo. Yo! Ja! Siehst du, und ich sollte dich hier noch in Poké Center und sonst was. Was? Aua. Aua, das hat richtig wehgetan. In your face, bitch. Gesicht geflatscht. Gefickt. So viel zum Thema, wir wollen uns ein bisschen zusammenreißen. Darf ich das auswählen? Was willst oder du bist auswählen? Du? 1, 2, 2. Sollen wir Ene, Mene, Miste in der Kiste spielen? Ja, mach mal. Komm. Okay. Ene, Mene, Miste. Wie spielst du das? Ene, Mene, Miste. Also, warte. Ene, Mene, Miste. Rappelt in der Kiste. Ene, Mene, weg. Und du bist weg. Nein, der war weg. Nochmal. Ene, Mene, Miste, es rappelt in der Kiste. Ene, Mene, Mac, und du bist weg. Der ist also weg, also der andere muss ich nehmen. Okay. Oder? So ist es so, oder? Ja, Dummfossil. Ja, ist okay, ist schon okay so. Dummfossil ist gut, da kommt Ding. Das ist Dummfossil. Dann kratzt es mir. So, auf Wiedersehen. Oh, endlich raus aus dieser Scheißhöhle, Alter. Ja, außer es kommen noch 1000 Umwege, oder? Ach, du bist draußen! Du bist zwar jetzt zur Runde gesprungen schon, aber... Macht nichts. Hauptsache, ich bin hier raus, Alter. Ich hab aus diesem irren Haus. Pass auf, spul besser nicht hier. Vielleicht ist noch irgendwas wo versteckt. Pass mal auf, bevor du irgendwie mit zurückkommst, ne? Da oben ist nämlich ein Haus, wo man rein kann. Oh. Die bekannten Häuser, die keine Türen haben. Die bekannten Häuser ohne Türen. Noch oh, aber guck mal, hier kann ich... Noch ein paar unlogische Dinge für Pokémon, kann ich schon mal... Ja. Oh, jetzt muss ich hier wieder raus. Komm. Ja, Sattel ziert ein riesiges Labyrinth. Labyrinth. Mit P. La Püpüpü. La Pürind. Kartoffelpüree-Rind. Kartoffelpüree mit Rind. Etepetete. Was ist denn TM4?
Use. Whirlwind. Whirlwind. You lose. Ihr hättet dieses Gesicht sehen müssen! Ihr hättet dieses Gesicht sehen müssen! Hab ich irgendwas angegrinst? Ihr habt mich angegrinst! Das hab ich toll gemacht, ne? Also Opfer. Muss ich da lang! Opfer! You lose. Es gibt eine schlechte Nachricht. Ich habe den Timer irgendwie ausgeschaltet. Ich habe keine Ahnung. Oh nein! Aber es war kurz. Wir kommen gleich einfach erstmal in der Zuger-City an. Ich würde sagen, wir gehen ins Pogesender und dann ist der Part vorbei. Guck mal, Alter, jetzt hängt's daran. Jetzt hängt's hier ran. Jetzt, ich bin wieder im PSN, das ist gar nicht gut. Oh mein Gott, PSN. Oh, jetzt mein einziges Wasser-Pokémon. Mein PSN-Name ist Nerdstar-Pattes, so rum. Das lasse ich nicht. Nein. Es muss einen anderen Weg hier rausgeben. Jetzt bin ich schon mal aus der Höhle raus. Nein, ey, hör auf, mein Mikro anzusammeln. Okay. Das lasse ich. Nee. Du könntest auch quasi Zerschneider benutzen, den du nicht hast. Hast du noch keinen Zerschneider? Warst du noch nicht auf der MSN? Auf der MSN? Ja. Da geht man noch den Zerschneider. Auf der ICQ und MSN. Genau. Scheiße, ich will durch dieses Haus! Also, wenn du noch öfters da runter rennst, bringst du dir auch nichts. Ich kann hier ein Pokémon fangen. Das suchen. Könntest du suchen zu fangen. Aber der Part. Ne? Ey, das. Pika, Pika! Pikachu! Ja, fang es. Tu es, fangen tun. Rock Slide. Was ist Rock Slide? Ja, wenn du die Animation hast, die Animation an. Mhm. Dann lass es mal langsam. Aber ich verfehle das dauernd. Weißt du, das ist Steinschlag? Jammert viel um. Ich hab's getötet. Du hast Pikachu getötet. Das war Ash Pikachu. Du hast es getötet, Mann. Okay. Es wird nie wieder ein Pokémon-Anime geben. Mit Pikachu. Oh, Leute. Jetzt komme ich an dieser blöden Frau nicht dabei. Ja, weiß. Ja, safe hier und dann. Oh, Leute, wir safen hier einfach erstmal. Ich suche mir noch eine andere Möglichkeit. Dass, oh, und dann. Ja. Ich schwitze. Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Ja, tschüss.